zu glauben, jetzt renne ich schon 20 Jahre meines Lebens und erst so die letzten Jahre habe ich gecheckt, wie wichtig doch Krafttraining für Läufer ist und wie man damit Verletzungen vorbeugen kann. Ich habe dann letztes Jahr dazu gegriffen, den Kontakt zu suchen zu meinem Personal Coach Manuel Ziegler. Wir zeigen euch jetzt gleich 5 Übungen, die wir immer ins Training einbauen. Und ihr braucht eigentlich nur das Running Set von Blackroll und jetzt unsere Anweisung und dann legen wir los. Mhm. Okay, wir starten mit dem Loopband. Ja. Du legst dich einfach mal auf eine Seite, am besten auf die linke. Ja. Genau, ich gebe dir hier die Bänder. Was ein Läufer nie genug haben kann, ist Hüftstabilität. Dementsprechend zeigen wir euch die erste Übung auch für die Hüfte, vor allem für den Gluteus Medius, ein ganz, ganz wichtiger Hüftstabilisator. Du legst die Beine einfach aufeinander, legst dich zur Seite, Fersen bleiben zusammen und jetzt heb einfach abwechselnd das obere Knie. Genau, ich denke, es ist schön zu sehen und du spürst es auch, oder? Ja. So, im äußeren Anteil Gesäßmuskulatur, somit eine der besten Übungen, die man machen kann mit dem Loopband. 15 bis 20 Wiederholungen, wenn ihr es schafft, 2 bis 4 Sätze und dann könnt ihr gerne die Seite wechseln. Dann lasst das Band gleich. Mhm. Wir zeigen euch die nächste Übung, auch eine wichtige Übung für die hintere Kette, Hüfte in Kombination. Geh mal in die Brücke, also lass die Beine unterhalb vom Knie stehen. Mhm. Genau, und heb mal die Hüfte an. So, die Basisübung habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Drückt die Knie schön zur Seite. Ja. Hüfte absenken und wieder nach oben. Das ist so die Standardübung, die man kennt. Ja, für alle, die die Hüfte auftrainieren wollen. Okay, dann zeigen wir euch noch die nächste Stufe der Übung. Eine kleine Progression. Okay, lasst das rechte Bein mal stehen und fixier die Hüfte und hebt das linke mal gestreckt ab. Genau. Wechsel mal die Beinseite. Wichtig ist immer schön Spannung zu halten. Also das Band schön nach außen zu ziehen. Und nochmal. Und noch eine dritte Stufe. Hebt das linke Bein nochmal ab. Und im nächsten Schritt senkt die ganze linke Hüftseite ab und bringt sie wieder nach oben. Sehr, sehr gute Übung für die gesamte Muskulatur, die die Hüfte stabilisiert. Ich denke, du spürst es auch. Ja, ist anstrengend. Ist anstrengend, die Übung. Habt ihr 3 schöne Übungen zu einer sehr, sehr guten Hüftstabilität. Wir zeigen euch aus der Position gleich die nächste Übung, die dritte Übung. Dann nehmen wir die Beine mit rein. Wir bleiben bei der Hüftstabilität, nehmen die Oberschenkelrückseite noch mit rein. Geh nochmal in die Brücke, Mocky, ja. Und drück das Band nach außen, ja. Genau, sodass da schön Spannung drauf ist, Hüfte ist stabil. Das ist eine kleine Workout-Übung, heißt die. Und jetzt versucht auch einfach mal abwechselnd mit den Füßen nach vorne zu tappen, bis du auf den Fersen stehst. Genau, ihr seht schön, gesamte Spannung über die rückwärtige Kette. Die einfachere Version ist, du senkst den ganzen Oberkörper ab. Mhm. Genau, nimm die Beine nochmal zurück, positionier sie nochmal neu und dann beginnt die Übung von vorne. Das wäre Stufe 1. 10, 12, 15 Wiederholungen, 2 bis 3, 2 bis 4 Sätze. Und nochmal zurück. Und die nächste Stufe sieht einfach so aus, die Übung bleibt nach vorne gleich, ihr tippelt langsam nach vorne, halt schön die Spannung, die Knie immer nach außen gestreckt und jetzt versuch mal zurückzulaufen. Genau, dann habt ihr in der Oberschenkelrückseite beides, einmal eine exzentrische, einmal eine konzentrische Belastung. Sehr, sehr gute Übung für Läufer, um die gesamte Stabilität und die gesamte rückwärtige Kette zu stabilisieren. Bei der Übung muss man aber schon gucken, wie viel man kann, weil das schon anstrengend ist. Streng also, an. Da müsst ihr erstmal eure Grenzen selbst rausfinden. Okay. Jetzt haben wir relativ viel für die gesamte Hüftstabilität gemacht. Wir haben viel für den Gluteus Medius gemacht. Was bei Mocky auch immer ein Thema ist, ist die Ansteuerung vom Gesäßmuskel. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Übung, auch mit dem Loopband. Geh doch gerade mal in den Kniestand. Genau, nimm mal das Band unter das linke Knie und stell das rechte 90 Grad Winkel auf. Ja. Genau. Beug mal das Gesäß nach hinten. Genau, so, das wäre die Einstiegsposition. Und jetzt beim nach vorne schieben der Hüfte ziehst du gleichzeitig das Band an. Ja. Probier das mal. Ja, noch ein bisschen mehr. Und dann solltet ihr, wenn Zugspannung im Band ist, maximal die Spannung auf dem Gesäßmuskel haben. Beug nochmal zurück. Und anziehen und die Gesäßmuskulatur ansteuern.
Spürst du, dass dein Gluteus da hinten feuert? 10, 15 Wiederholungen, dann wechselt ihr die Beinseite. Das Ganze 2 bis 3 Sätze. Sehr gute Aktivierung und Kräftigungsübung, speziell für Läufer. Ich denke, da profitierst du davon. Ja. Okay, und dann zeigen wir euch noch eine Ganzkörperübung. Und zwar wechseln wir das Gerät. Wir nehmen die Black Roll Slim. Okay, wir versuchen, steigen mit dem Unterarmstütz ein. Ja, normale Blank-Position, wichtig, Po fixieren, Spannung in der Core-Muskulatur. Sie macht ein Körperbrett. Das wäre die Einstiegsvariante. Bisschen anspruchsvoller wird's. Mocki, heb mal eine Beinseite ab. Genau, nicht ganz so hoch. Ja, immer schön in einer geraden Achse bleiben. Okay, wechsel mal in den Armbereich. Heb mal einen Arm ab, nach vorne. Versuch mal einen Arm abzuheben. Okay. Steigt natürlich das Anforderungsprofil. Und das ist schon anstrengend. Das ist schon sehr anstrengend. Es gäbe noch eine dritte Variante. Diagonal, eine Arm- und eine Beinseite. Also rechter Arm, linkes Bein oder der linke Arm und das rechte probieren? Bein. Probier mal, fixiere den Po vorher. Oh. Okay. Gott. Da müssen wir noch üben. Fang noch mal langsam an. Probier es noch mal. Fixiere schön. Ja, sehr gut. Maximal 2 bis 3 Sekunden halten und dann die Seite noch mal wechseln. Die schwache Seite. Okay. Ich denke, da haben wir was gefunden, mit was wir dich ein bisschen triggern können. Das waren unsere 5 Top-Übungen für Läufer. Mit dem Running Set. Dir reicht schon. Ja. Ich gehe lieber laufen. Also viel Spaß beim Nachmachen und macht euch nicht kaputt.